Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Die 16-jährige Lara Pfannhäuser wird von ihrem Vater unterdrückt. Anwalt Floristan Gödings will sie aus den Fängen des gewalttätigen Familienoberhaupts befreien. Wer bist du denn überhaupt? Du Vogel. Steffen Borowski, ich bin ihr Freund. Ihr seid nicht zusammen. Ja, ist gut. Und ihr trefft euch auch nicht mehr. Ich will nicht, dass meine Tochter Kontakt zu ihm hat. Und wenn nicht, muss ich das jetzt über Gericht machen. Ja, dann machen Sie es doch. Zur Verfügung, dann gibt es ein Kontakt. Ja, machen Sie es. Können Sie mal ein bisschen die Wut aus der Stimme rausnehmen? So ist doch keine Kommunikation möglich. Es tut mir leid, mein Vater ist auf 180. Und er hat mir sogar Hausarrest gegeben. Das ist mir scheißegal. Ich habe das schon mal gesagt. Ich habe keine Angst vor ihm. Frau Pfannhäuser, es gibt Organisationen, die können Ihnen helfen. Ich kann Ihnen auch helfen. Ich brauche keine Hilfe. Wir brauchen keine Hilfe. Mein Mann ist nicht gewalttätig. Was bist du denn von mir, sag mal? Herr Pfannhäuser, Sie fassen mich nicht an. Haben Sie verstanden? Mich fassen Sie nicht an. In Berlin-Zehlendorf sind die 16-jährige Lara Pfannhäuser und ihr drei Jahre älterer Freund Kevin Wachowski bis über beide Ohren verliebt. Doch das junge Paar kann sich nur heimlich treffen, denn Laras Vater Bernhard würde den Aushilfskellner niemals akzeptieren. Wir sind heute schon seit 2 Monaten zusammen. Oh, du hast es dir wirklich gemerkt. Ja, natürlich, als könnte ich das vergessen. Das heißt, Sie müssen heute feiern gehen, ne? Ist dir klar? Das wird aber nicht klappen. Du weißt doch, mein Vater flippt aus, wenn ich nicht direkt nach Hause gehe. Aber ich werde mir was einfallen lassen. Ich werde ihm einfach sagen, dass ich morgen später Schluss habe. Ja, das ist. Guck mal, eine Stunde ist ja schön und gut. Aber wie lange wird es denn noch durchziehen mit deinem Vater? Sag es ihm doch einfach. Vielleicht freut er sich ja für uns. Ich sag ihm, dass wir ein Paar sind. Vielleicht freut er sich doch auch. Ja, bleib hier ab. Was ist denn hier los, Lara? Ich denke, ich hole dich von der Schule ab und mach dir eine Freude. Und du triffst dich hier mit irgendwelchen Kerlen? Wer sind Sie denn eigentlich? Wer bist du denn überhaupt, du Vogel? Ich bin Kevin Borowski. Ja, und trotzdem ist kein Schwein, wer du bist. Kevin, lass das bitte. Seit wann hast du deinen Freund? Warum hast du überhaupt nicht gesagt? Jetzt kommen Sie mal ein bisschen runter. Du kannst mal ein Stück zurücklaufen, mein Freund, ja? Fassen Sie mich, wenn Sie gar nicht handgreifen. Du musst ihn mal kennenlernen. Das ist für euch beide. Ihr seid nicht zusammen. Ja, ist gut. Und ihr trefft euch auch nicht mehr. Ja. Was lernst du nicht kennen, mein Freund? Kevin, bitte. Ich bin Ihr Vater. Ab nach Hause. Und tschüss. Schatz, mach dir keinen Kopf, überleg mir was, okay? Ab hier. Brauchst du ja nicht umzudrehen. Schon einen Tag später hat Kevin einen Termin bei Rechtsanwalt Floristan Gödings vereinbart. Denn er fürchtet, dass Laras Vater ernst macht und seiner minderjährigen Tochter den Kontakt mit ihm verbietet. Kevin vertraut dem Anwalt, da er ihn vor 3 Jahren schon einmal vertreten hat und hofft, dass er einen Ausweg weiß. Warum müssen wir denn gleich zum Anwalt gehen? Schatz, was sollen wir denn sonst tun? Sag, wir haben doch keine andere Wahl. Ich weiß, du hast ja recht, aber stell dir vor, mein Vater kriegt das raus. Ich hab doch eine totale Angst. Marta, komm her, ich verstehe dich. Aber hör mal, du musst mich auch verstehen. Seit Tagen sehe ich dich nicht, okay? Du hast jetzt gerade mal eine Stunde frei. Das ist ein Wunder für mich. Kevin, grüß dich, hi. Na, wen hast du mir denn mitgebracht? Meine Freundin Lara. Ah, grüß dich, Rechtsanwalt Gödings. Schönen guten Tag, Lara Pfannhäuser. Ich hoffe, du hast keinen Blödsinn angestellt. Nein, das nicht, zum Glück. Okay. Aber ich habe trotzdem ein großes Problem, nämlich zwischen uns beiden, also ihr Vater, der ist, wie soll ich sagen, verrückt, der will uns auseinanderbringen. Der kann mich nicht leiden, überhaupt nicht. Ich meine, okay, ich weiß, sie ist erst 16 und minderjährig, aber ich meine, er kann uns beiden noch nicht verbieten, dass wir nicht zusammen sind. Das ist verrückt. Ja, siehst du, da liegt das Problem bei der Minderjährigkeit, aber ich würde vorschlagen, wir gehen in mein Büro und besprechen es weiter einfach da, ja? Machen, ja, klar. Wenn ich seinen Vater rauskriege. Hör dir doch erst mal an, was der Anwalt zu sagen hat. Wie gesagt, das Problem ist hier die Minderjährigkeit. Ja? Also dein Vater hat grundsätzlich eben die Möglichkeit, dem Kevin das zu verbieten, dass er sich dir nähert. Das nennt sich dann juristisch Annäherungsverbot. Okay. Braucht aber halt auch immer einen Grund. Das heißt beispielsweise, dass du jetzt die Lara bedrohst oder dass du gewalttätig bist oder irgendwie sowas. Ach, niemals. Also eher würde ich mir die Hand abhacken, als sowas zu tun. Okay, ihr Vater ist halt ein hohes Tier im Bezirksamt, aber wenn er das Annäherungsverbot dann wirklich durchsetzen will, dann weiß ich nicht weiter. Was soll ich? Also, da musst du mir aber auch erklären, was da eigentlich jetzt genau los ist. Warum jetzt dein Vater hier dich überhaupt nicht ausstehen kann. Ich meine, so wie du dich einsetzt für die Lara. Ich meine, so ein Freund wünscht sich doch eigentlich jeder Vater für seine Tochter. Ja eben, ich kann es mir selber nicht erklären. Ich meine, das ist irre. Ich meine, ihm ist es scheißegal, ob ich sie liebe oder ob ich sonst wer bin. Ich meine, ich bin für ihn einfach nicht gut genug. Das ist vielleicht sein Problem, ne? Also, ich hasse das, wie du dich ja, aber es ist doch so. Also, wie auch immer, ich denke, wir können in der Situation vielleicht noch ganz pragmatisch vorgehen. Ich denke tatsächlich, dass wir uns hier das nicht eskalieren lassen sollten.
sondern wir sollten hier ein vernünftiges Gespräch suchen. Mhm. Denn in einem Gespräch, in einem persönlichen Gespräch, also mit deinem Vater, können wir Liam auch erklären, wer der Kevin eigentlich ist und dass er eigentlich ein ganz guter ist. Ja. Was hältst du denn davon? Mit meinem Vater an einem Tisch reden? Mhm. Nein, danke. Hey, setz dich doch erst mal hin. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, aber wir werden das schon irgendwie alleine lösen. Setz dich doch noch mal hin. Also ich denke auch, dass es wirklich deeskalierend wirken kann, ja? Also ich meine, wenn man sich hier an einem Tisch setzt und vernünftig miteinander redet, dann ist es zumindest eine Chance, dass hier eben alles noch gut kommen kann. Ich würde sagen, besser zumindest als alles andere, was man sich ausdenken könnte in so einer Situation. Mein Mäuschen, versuche es doch wert. Wir sind schon ganz unten, wenn man so sieht. Maus. In Ordnung. Komm, der andere kann uns bestimmt helfen. Das ist eine gute Entscheidung. Ich denke, das kann was bringen. Versuchen wir es. Gut. Dann würde ich sagen, dann bringen wir das gleich morgen über die Bühne. Ja, klasse. Denn das brauchen wir nicht auf die lange Bank schieben. Dann würde ich sagen, lasse ich euch an der Stelle. Ja, ja, dann kommen wir nach Dankeschön. Hause. Und wir sehen uns einfach morgen. Ja. Am nächsten Tag stattet Florestan Gödings der Familie Pfannhäuser gemeinsam mit Kevin einen Besuch ab. Der Anwalt hofft, dass er Laras Vater davon überzeugen kann, das angedrohte Annäherungsverbot aufzuheben. Wer ist denn da? Anwalt und Kevin. Was für ein Anwalt? Ja, ich darf mich ganz kurz vorstellen, Herr Pfannhäuser. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Gödings. Hallo, Pfannhäuser. Das ist mein Mandant Kevin, den kennen Sie ja schon. Ja, den kenne ich schon. Ja, es geht darum, dass wir eigentlich ganz gern hier mit Ihnen zusammen auch über Lara und Kevins Beziehung sprechen wollen. Ist die Lara denn da? Das wäre eigentlich ganz schön, wenn sie dabei wäre. Ach, Moment. Lara? Hier ist so ein Anwalt für dich hier. Weißt du, komm mal raus hier. Setz euch mal hin, das klären wir hier gleich. Ja, hallo Lara, grüß dich. Wer bist du? Der Otto. Der Otto. So, was haben wir denn zu klären, Großer Meister? Großer Meister weiß ich nicht. Es geht darum, dass Sie ja ganz offensichtlich... Du, was setzt du dich denn hier hin? Was ist mit Kaffee? Wir haben Besuch hier. Du brauchst dich ja nicht hinzusetzen hier. Ich hole gleich weg. Gut. Also wir sind hier, um eben über Kevin und Lara zu sprechen. Es geht darum, dass Sie ja ganz offensichtlich nicht wollen, dass die beiden zusammenkommen. Und wir sehen hier eigentlich keinen Grund und wollen das gar nicht mal zur Diskussion stellen. Das ist auch so. Ich will das überhaupt nicht, die Beziehung, ganz klar. Ja. Und ich werde auch zu mir richten und werde hier eine Verfügung holen, dass hier ein Kontaktverbot erwirkt wird. Ich möchte nicht, dass sie zusammen sind. Das ist überhaupt ja nicht in meinem Sinne. Ich will nur das Beste für meine Tochter. Also was ich jetzt richtig verstehe, Herr Pfannhäuser, ist doch, dass Sie sich ganz offensichtlich Sorgen machen um Ihre Tochter, dass Sie sie beschützen wollen. Das kann ich auch soweit verstehen. Aber für ein Annäherungsverbot, was Sie gerichtlich durchsetzen wollen, na, also da fehlt es doch nun wirklich an einem Grund. Ich meine, der Kevin ist doch ein ganz lieber Kerl. Ein ganz lieber Kerl? Ich habe mich mal erkundigt, was das ist. Der hat ein schöner Strolch ist das und er hat doch schon was auf dem Kerbholz. Du weißt genau, wovon ich rede, oder, mein Freund? Das war nur ein einziges Mal, okay? Also wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Ich habe ihn damals vertreten. Das ist ein Jugenddelikt gewesen. Seitdem ist doch auch nichts mehr vorgefallen. Ja, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das interessiert mich im Augenblick ein feuchten Kehricht, was Sie mir jetzt erzählen. Papa, Kevin hat sich wirklich verändert. Ich habe gesagt, du sollst mir nicht laufend widersprechen. Du brauchst diesen Arbeitslosenversager überhaupt nicht. Also, ich bitte Sie, was bringt denn das? Ist diese aggressiven Worte. Ich meine, arbeitslos ist mein Mandant nicht, ja? Ein Versager ist er auch nicht. Da kann man ein bisschen von der aggressiven Energie auch wieder runterpacken. Ach, Sie haben ja recht, das stimmt. Der ist ja nicht arbeitslos. Du bist ja Kellner. Der hat ja eine richtig super Perspektive. Ich will nur das Beste für meine Tochter. Möchte jemand Kaffee? Mensch, frag doch nicht immer. Schenk einfach ein. Ja, aber bist du wieder zu dämlich oder was? Pfannhäuser, können Sie doch mal ein bisschen die Wut aus der Stimme rausnehmen? So ist doch keine Kommunikation möglich. Sehen Sie das denn nicht? Das ist der Wahnsinn. Ich will nicht, dass meine Tochter Kontakt zu ihm hat. Und wenn nicht, muss ich das jetzt über die Gericht machen. Ja, dann machen Sie es doch. Wenn du was zur Verfügung, dann gibst du ein Kontaktverbot. Ja, machen Sie es. Ist okay. Ja, also ich glaube, das bringt. Es bringt gar nichts. Wann bist du dir eigentlich ein, sag mal? Ihre Frau, alle haben Angst vor Sie. Sie sind der absolute Tyrann. Ja, da sind sie. Kevin, wir lassen es. Keine Beleidigung, wir lassen es. Verdammte Scheiße. Ja, sind gleich mit. Kannst du schön zu zweit Haus verlassen. Ja, das Beste, wo ich noch verliere. Ja, also, ja. Lassen, Kevin, lassen. Und du setzt dich wieder hin, habe ich gesagt. Gut. Aber ganz schnell, Fräulein. Komm. Verrückt, ey. Ich weiß, dass das total aufwickelnd für dich ist. Es ist auch eine ganz harte Situation. Aber du musst halt auch einfach verstehen, dass für den Herrn Pfannhäuser dein Temperament und deine Vergangenheit wirklich ausreichend sind für sein Begehren auf ein Annäherungsverbot. Und ich will dir auch mal kurz vor Augen halten, zu was das führt. Wenn das nämlich durchgesetzt wird, dann bedeutet das, dass du dich der Lara 100 Meter nicht nähern darfst. Wie jetzt? Wie 100 Meter? Sie müssen das bitte vermeiden, bitte, das ist verrückt. Ja, aber dazu brauche ich deine Mitwirkung. Ja, natürlich, ja? Klar, selbstverständlich. Ja, also gut. Wenn du mir helfen willst, dann hilfst du mir am besten, indem du überhaupt gar nichts machst. Klar. Mit gar nichts meine ich wirklich, vermeide hier jeglichen Kontakt, vermeide wirklich alles, was den Herrn Pfannhäuser gegen dich aufbringen kann. Geh ihm einfach schlichtweg aus dem Weg. Ja, kriege ich hin. Klar, ja? Natürlich. Hab mir überlegt die ganze Zeit, was mich am meisten aufregt. Dass du hinter meinem Rücken zum Anwalt rennst, den auch noch mit hierher schleppst und dich dann schon wieder mit diesem asozialen Kevin triffst. Kevin ist nicht asozial. Sag mal, widersprichst du mir schon wieder? Es tut mir leid, Papa, aber gib ihm doch eine Chance. Tut dir leid, dass ich ihn will!
Bleib hier! Bernhard! Hat jemand gesagt, du bist weg? Bleib hier! So, mein Fräulein, jetzt bleibst du erstmal einen Tag drin. Du hast 14 Tage Stummeres. Damit du verstanden hast. Jetzt ist Schluss. Endgültig. Kevin hat seit dem Streit nichts mehr von Lara gehört und macht sich große Sorgen. Deshalb fährt der 19-Jährige 3 Tage später zum Einfamilienhaus der Pfannhäusers, um nach seiner Freundin zu sehen. Seit Tagen will mit Lara mich am Telefon ab. Ich schreibe ihr jeden Tag eine SMS. Ja, und sie antwortet noch nicht mal. Da stimmt etwas nicht. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Hoffentlich ist ihr Vater nicht wieder ausgerastet. Schatz. Kevin, sei leise. Was, wenn mein Vater dich sieht? Was machst du überhaupt hier? Schatz, was glaubst du denn? Ich halte das nicht mal aus. Was ist los mit dir? Ich mache mir verdammt nochmal Sorgen. Satan, wimmelst du mich ab? Ich schreibe dir jeden Tag eine scheiß SMS und du antwortest nicht. Es tut mir leid, mein Vater ist auf 180 und er hat mir sogar Hausarrest gegeben. Es ist mir scheißegal, ich habe dir schon mal gesagt, ich habe keine Angst vor ihm. Bitte, komm einfach raus für eine Minute. Ich will dich auch sehen und ich liebe dich, aber das geht einfach nicht. Kommst du morgen zur Schule? Bitte, ich habe was Schönes für dich, morgen nur für dich, okay? Bitte, Maus, lass mich nicht schon wieder hängen, bitte. Sag deinem Vater einfach, dass du länger Schule hast oder so. Ich will... schauen, ja? Was ich machen kann, okay? Aber jetzt verschwinde. Gib dich, mein Schatz, ne? Ciao. Ich habe einen Schatz gefunden. Schon am nächsten Tag schafft es Lara tatsächlich, nach der Schule der Kontrolle ihres Vaters zu entwischen. Um die 16-Jährige auf andere Gedanken zu bringen, hat sich Kevin etwas ganz Besonderes ausgedacht und Lara in ein noch nicht eröffnetes Kino entführt. So, jetzt dreh dich ein bisschen. Jetzt nimm mal den Schal ab. Zack. Was sind wir denn hier? Schatz, das ist ein Kino. Warum ist es hier so leer? Oh, das ist geschlossen und das ganze Kino nur für uns. Warte, ich hab da noch was für dich. Einmal für dich, Prinzessin. Oh mein Gott, I know. Süß, dass du da alles so organisiert hast. Ich schätze, du süß. Oh, guck mal, du hast dir das gegeben, weißt du? Letzte Zeit, den Stress mit deinem Vater, das Hin und Her. Das ist so schlimm auch für mich, weißt du, Schatz? Deshalb. Ich hoffe bloß, dass mein Vater nicht misstrauisch wird, dass ich nicht bei der Lerngruppe bin, sondern bei dir. Ach, Blödsinn, mach dir keinen Kopf, Schatz. Ich bringe dich schon pünktlich nach Hause. Für kurze Zeit kann das verliebte Paar seine Sorgen vergessen. Doch Kevins Überraschung für Lara war nicht mit dem Betreiber des Kinos abgesprochen. Da sind ja die Einbrecher. Ich hab doch gewusst, dass hier jemand unberechtigt sich aufhält. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hey, was ist denn hier los? Eine Gratisveranstaltung? Schönen guten Tag. Die Polizei, der Kinobesitzer hat uns alarmiert. Wir benötigen bitte mal Ihre Ausweise. Das Kino hat offiziell noch geschlossen. Ja, wir haben keine. Was machen Sie eigentlich hier so ein Aufriss? Wir, ist doch nichts dabei. Was ist los? Wir machen keinen Aufriss, wir machen unsere Arbeit. Und das, was Sie hier machen, ist einfach eine Straftat. Straftat. Da steht ein Haus Friedensbruch an und auch noch eine Sachbeschädigung. Wir müssen mal mit dem Kinobesitzer doch sprechen. Das könnt ihr Penner alleine machen, ja? Und jetzt zügeln Sie sich in Ihrer Wortwahl. Jetzt reicht's mir, ja? Kommen Sie mit auf die Wache. Genau, und da Sie minderjährig sind, kommen Sie auch mit uns mit. Können wir das nicht irgendwie anders klären? Ich meine, wenn mein Vater das erfährt, dann rastet er aus. Ja, Sie müssen auf jeden Fall mitkommen, da Sie minderjährig sind. Und wir benachrichtigen Ihre Eltern. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Mein Vater, ich darf gar nicht dran denken. Ich hoffe bloß, Kevin kriegt jetzt nicht auch noch Schwierigkeiten. Das dreht sich alles nicht im Kreis, das ist nur der Wind. Eine Stunde später muss sich das verliebte Paar auf der Polizeiwache wegen des Hausfriedensbruchs verantworten. Lara macht sich auf das Schlimmste gefasst, denn ihr Vater ist bereits auf dem Weg zur Wache. Anwalt Floristan Gödings trifft jedoch vor dem gewalttätigen Familienvater ein. Kevin, sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja? Hab ich mir nicht vereinbart, dass du wirklich alles unterlässt, was Laras Vater gegen dich aufhetzt? Hatten wir nicht? Ja, doch, klar. Okay. Ja, es war eine scheiß Idee. Es war ein blöder Einfall. Aber ich wollte dich nur aufmuntern. Es tut mir leid. Das war eine süße Idee. Ja, bitte? Oh, Scheiße. Ich bin bei dir. Hätte ich mir ja denken können, dass er wieder dabei ist.
Also meine Tochter, die ist überhaupt noch nie straffällig geworden. Guten Tag. Guten Tag. Pfannhäuser, mein Name. Ich bin der Leiter hier vom Bezirksamt. So wie Sie hier auftreten, gehe ich mal davon aus, dass Sie der Vater von der Lara sind. Aber Sie sind als Vater hier, nicht als Bezirksamt, richtig? Ja, ich bin als Vater hier. Aber ich sage Ihnen eins, das war alles eher. Sie hat damit überhaupt gar nichts zu tun. So, jetzt Herr Pfannhäuser, jetzt kommen Sie erstmal wieder einen Schritt zurück. Ich meine, Sie poltern hier rein und beschuldigen hier meinen Mandanten. Sie waren überhaupt nicht dabei. Es gibt keine Anhaltspunkte, die Sie hier beweisen können. Also langsam erst mal. Ja, sie ist naiv. Das hat er ausgenutzt, ganz klar. Nein, also Herr Pfannhäuser hat auf jeden Fall recht. Also ich hab ihr das vorgelungen. Es war meine Schuld. Na, sehen Sie? Er sagt das alleine. Sie hat damit nichts zu tun, also. Kann ich da meine Tochter denn jetzt mitnehmen, wenn er das schon sagt, dass er das alleine war? Unsererseits bestehen jetzt keine Bedenken. Wir haben die Aussage, wir haben die Personalien Ihrer Tochter. Sie werden dann noch von uns hören, aber für heute können Sie gehen. So, ja? Fräulein, wir gehen nach Hause. Komm, pack deine Plünnen. Ab. Langsam, ja? Ja, ab nach Hause. Der bringt dir nichts, Mann. Wiedersehen. Was ist denn das für ein Mann? Ja, ich glaube, der kennt das Wort Deeskalation nicht. Ja. Gut, aber jetzt ist es natürlich auch so, dass mein Mandant hier natürlich auch nicht alles richtig gemacht hat. Das ist schon klar. Ne? Natürlich sind wir jetzt mit Ihrem Mandanten noch nicht fertig, weil der Besitzer vom Kino, der hat natürlich jetzt Anzeige erstattet, ganz klar. Und im Übrigen hat uns Ihr Mandant auch als Penner betitelt. Das ist eine Beleidigung. Und was das bedeutet, wissen Sie ja am besten, oder? Ja, weil Sie mich unfair behandelt haben. Also, was mein Mandant eigentlich sagen wollte, ist, dass er einfach ziemlich aufgebracht war in der Situation. Kann man vielleicht auch nachvollziehen, denn ich meine, er ist nun auch sehr verliebt. Er wollte hier seiner Freundin eine Freude bereiten, irgendwie so einen romantischen Nachmittag gestalten. Und dann ist eben alles schiefgegangen. Dass da die Nerven durchgehen, dass man da was sagt, was unüberlegt ist, das ist eigentlich auch verständlich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch, Kevin, ne, dass du das ja so nicht so gemeint hast. Tut mir leid. Also, es tut mir echt jetzt. Also, entschuldige. Okay, wir waren ja auch krank. Und das menschliche Ziel ist natürlich hier angekommen. Aber ich muss auch die rechtliche Seite betrachten und bin natürlich auch verpflichtet, die Anzeigen aufzunehmen. Aber bezüglich der Beleidigung, glaube ich, habe ich mich heute verhört. Aber wie gesagt, bei der Sache mit dem Kino müssen Sie sehen, was zu retten ist, in Anführungsstrichen, ja? Auch wenn mein Mandant sicherlich alles gut gemeint hat, der Nachmittag im Kino hat sehr unschöne Konsequenzen. Nicht nur, dass eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Erschleichung von Leistung läuft, nein, zu einem Überfluss hat er auch den Vater von Lara noch weiter gegen sich aufgehetzt. Also ich hoffe wirklich, dass ich Kevin den Ernst der Lage beibringen kann. Ich habe eine unglaubliche Angst. Auf der ganzen Fahrt über hat er kein Wort mit mir gesprochen. Und das ist tausendmal schlimmer, als wenn er mich anschreit. Ich habe keine Ahnung, was weiter passieren wird. Aber eins weiß ich, es wird schlimm. Halt, Fräulein, das hast du dir so gedacht. Aber ab jetzt, Wohnzimmer. Deine Mutter möchte auch gerne wissen, was du hast. Das setz dich da hin. Was ist denn passiert? Hä? Was passiert ist? Dann kann ich dir ganz genau sagen. Was meinst du, woher ich gerade komme mit deinem Fräulein Tochter? Von der Polizeiwache kommen wir, nicht wahr? Von der Polizei? Ja, von der Polizei. Hat sich wieder mit diesem Typen getroffen, diesem Kevin. Haben sie da irgendwelchen Mist gemacht? Lass mich ausreden, du bist überhaupt noch nicht dran. Ich hab dir zigmal gesagt, du triffst dich mit dem nicht mehr. Ich hab gesagt, du hast Stummarrest. Ich hab zu dir gesagt, du sollst es lassen, dich mit ihm zu treffen. Zigmal, immer wieder, du hast mich ignoriert. Bitte, was sollen denn meine Mitarbeiter beim Amt sagen? Verbiete es. Willst du mich verarschen oder willst du mich provozieren? Dann sag's mir. Wir wollten dich doch gar nicht verspotten. Wir wollten doch nur einen gemeinsamen schönen Tag haben. Ja, einen schönen Tag haben. Den haben wir gehabt. Ja, deine Tochter. Es tut mir leid. Du brauchst dir ja nicht leid zu tun. Jetzt ist Schluss. Du kommst in ein Internat, mein liebes Fräulein. Und ziemlich weit weg von deinem Freund. Und bevor du deine Sachen packst in dein Zimmer, möchte ich dein Handy haben. Und zwar sofort. Warum ist ins Internat? Ich will doch hier bleiben. Du rufst ja nicht mehr an hier, den Typen. Ich will nicht weg. Jetzt hast du nicht gezeigt, dass du hier bleiben willst. Jetzt ist meine Geduld am Ende. Bitte, Papa, tu das nicht. Doch, das tue ich, mein Fräulein. Ich hab dir so oft eine Chance gegeben. Du packst jetzt deine Sachen und zwar sofort. Du gehst in dein Zimmer, packst deine Sachen. Pack alle zusammen. Ich hab die Schnauze voll, nur ehrlich. Also, das Kind jetzt sich. Was bildet die sich denn ein, sag mal? Bernhard. Was ist Bernhard? Internat. Ja, Internat, habe ich jetzt beschlossen. Ich bin verloren. Otto hat große Angst, seine Schwester zu verlieren. Sie ist der wichtigste Mensch in seinem Leben. Der 10-Jährige versucht sofort, Kontakt zu Lara aufzunehmen, als sein Vater einkaufen geht. Ja, wer ist das? Ich bin's. Otto? Ja, ich habe gerade Papa belauscht. Er meint das mit dieser Internatssache richtig ernst. Er hat Adressen rausgesucht und nach freien Plätzen gefragt. Diese Schulen sind verdammt weit weg. Einige liegen sogar in der Schweiz. Was? Das kann er doch nicht durchziehen. Verdammt, Otto,
Ich will nicht auf das Internat. Was wird denn aus mir und Kevin? Und was wird aus mir? Papa darf uns nicht trennen. Hör zu. Ich haue ab. Heute noch. Und dich nehme ich mit. Das können wir nicht. Papa bemerkt es doch gleich. Das klappt nie. Papa müsste gleich zu seinem Stammtisch fahren. Und wenn er weg ist, versuche ich, durch das Fenster abzuhauen. Und morgen vor der Schule hole ich dich ab. Warum nimmst du mich denn nicht jetzt mit? Das geht nicht. Mama könnte uns verpetzen. Und wenn wir das wirklich durchziehen wollen, darf nichts schiefgehen. Nimm die Sachen, die ich jetzt gebe. Du bist ein Engel, Otto. So, das war mein ganz Ersparnis. Ich danke dir, Otto, danke. Anwalt Florestan Gödings hat seinen jungen Mandanten nach Hause gefahren und muss Kevins Eltern Ulla und Rolf Wachowski nun mitteilen, dass ihr Sohn erneut straffällig geworden ist. Herr Wachowski, hallo. Ja, wir sehen uns immer, wenn es nicht ganz so rund läuft für den Kevin. Diesmal ist wieder was passiert. Er ist im Kino eingestiegen, wollte seine Freundin beeindrucken. Gut, es ist alles aufgeflogen und die Polizei wurde gerufen. Ja, der Kevin, schon wieder solche Dummheiten. Ich hab gedacht, das hört endlich mal auf. Ach Mensch, Ulla, jetzt lass doch den Jungen in Ruhe. Er ist halt sehr romantisch. Ja, ich weiß nicht. Also Romantiker hin oder her, ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Kinobetreiber hier Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruch. Und das ist nun mal eine Sache, das ist schwierig. Ja. Da ist ein neues Strafverfahren aufgemacht worden und da muss der Kevin jetzt durch. Sie entschuldigen mich? Und Kevin, ich denke wirklich, dass wir die Angelegenheit auch bereinigen sollten. Am besten ist es vielleicht, wenn wir da morgen noch mal vorbeigehen. Ja, dann müssen wir echt schauen, dass wir da... Guck mal, wer mich hier hat, Kevin. Hä, Lara? Was? Hallo. Was machst du hier? Was ist passiert? Was ist los? Nein, nichts ist passiert. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung? Hallo, ich bin die Lara Pfannhäuser, Kevins Freundin. Nett, Sie kennenzulernen. Ja, wir haben es ja noch nie gesehen. Ich bin Kevins Mama. Hallo. Du sag mal, Lara, weiß dein Vater, dass du hier bist? Na klar weiß er das. Und du bist dir sicher, dass er da nichts dagegen hat? Ich meine, ich habe ihn doch auf der Polizei erlebt. Der war ja nur mehr als wütend. Ach, der hat sich doch schnell wieder beruhigt. Das kann gar nicht sein. Doch. Niemals. Der würde doch niemals erlauben, dass du hierher kommst. Zu mir auch noch. Der kann mich ja zu Tode nicht leiden. Natürlich hat er das. Ich bin doch schließlich hier. Also Lara, jetzt lüg uns hier nicht an. Niemals. Ja? Jetzt erzähl die Wahrheit. Das glaubt dir einfach keiner. Was ist jetzt los? Schatz, sag die Wahrheit. Dein Vater, der weiß doch nicht, dass du hier bist. Also, was ist die Wahrheit? Los. Ich bin abgehauen. Mein Papa ist ausgerastet. Ich halte das nicht aus. Okay, und was willst du jetzt machen? Was stellst du dir denn vor? Ich weiß es nicht. Ja, die Lara, die kann erstmal zum Essen hier bleiben und vielleicht auch zur Nacht. Danke. Klar, Maus, du kriegst auf jeden Fall da mein Zimmer, ja? Also ich schlafe auf der Couch oder sonst so, aber... Ja, Moment, ganz so einfach ist es nicht, Lara. Du bist minderjährig, ja? Und deine Eltern nehmen das Sorgerecht auf. Und die werden sich auch um dich sorgen, ganz wortwörtlich gesprochen. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, selbst wenn, also ich muss mich auf alle Fälle mit denen in Verbindung setzen, um denen wenigstens mal mitzuteilen, dass es dir gut geht. Und du versprichst mir, Fräulein, ja, dass du morgen, spätestens morgen, wieder zu Hause bist. Na gut, wenn es sein muss. Das muss auf jeden Fall sein, ja? Das heißt, für mich ist es dann eigentlich hier soweit... Was hast du da eigentlich da an deiner Hand gemacht? Nichts. Ich bin einfach nur hingefallen. Blauer Fleck. Zeig doch mal ganz kurz. Das ist doch alles in Ordnung. Es heilt morgen wieder. Es ist wirklich nichts. Wirklich. Okay. Das ist alles gut. Also ich muss schon sagen, dass es mich verwundert hat, dass Lara mir ihre Verletzung nicht zeigen wollte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich die beim Unfall zugezogen hat. Man soll ja mit Schlussfolgerungen vorsichtig sein. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass sie hier ein Opfer häuslicher Gewalt geworden ist. Ich werde auf jeden Fall mit den Pfannhäusers mal reden müssen und vielleicht stellt sich die Sachlage ja dann anders dar.